Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS19 vom Edictivhof aus der Holzer Map. Und ich musste gerade mal wenden, ich habe mich da oben ein bisschen komisch hingestellt, habe ich festgestellt beim Mistverladen, und dementsprechend musste ich mal ganz kurz über unsere Wiese mit dem vollen Anhänger. Ist vielleicht nicht optimal, besser als rückwärts fahren. Und jetzt fahren wir los, wir fahren zu Franz, einmal den Mist, den wir hier haben, abliefern und dann nochmal zurück. Ich glaube, den Rest Mist verschenke ich, hätte ich jetzt was gesagt. Liefere ich, glaube ich, auch zu ihm, weil ein bisschen flackt da noch rum und das können wir, glaube ich, auch wegnehmen. So, nun wollen wir mal. Denke mal, wir werden da recht zügig hinkommen. Ich habe ja von Schmidti den Anhänger dabei, wobei ich schon an einigen Stellen feststellen muss, dass der Johnny hier ein bisschen zu kämpfen hat. Also sagen wir mal so, größer darf der Anhänger nicht sein. Oder kleiner der Schlepper auch nicht. Je nachdem, aus welchem Blickwinkel man das Ganze betrachtet. Und schauen wir mal. Egal. Jetzt erstmal Mist weg. Und dann sollte das passen, denke ich. Dann haben wir da wieder Ruhe. Ich bin gerade am Überlegen, was wir dann als nächstes noch angehen im Winter. Na, Franz fragen, ob er noch irgendwie ein bisschen Mais oder Kartoffeln oder sowas hat, oder wenn noch irgendwo was hingefahren haben muss, möchte, abgeholt haben möchte. Können wir den Winter über uns noch so ein bisschen bei ihm damit beschäftigen. Und dann vielleicht, bevor wir im Frühjahr auf unsere Felder durchstarten natürlich. So. Schauen wir mal. Erstmal gucken, dass wir da jetzt heil ankommen. Ja, den Schmidti-Anhänger das letzte Mal. Uäh. Habe ich ihn, glaube ich, mit der Maismühle gefahren, ne? Wenn ich es richtig weiß. Aber, seien wir mal ehrlich, die Stangen hier könnten sie so langsam aber entfernen, ne? Diesen Winter soll es keinen Schnee geben. Das ist nicht die Einfahrt zu Franz. Entschuldigung. Das kriegen die gar nicht mit. Das Problem ist nur, dass ich glaube, ich bin da aber so, ich müssen wir zugeben, ne? Da bin ich so souverän jetzt reingefahren. Das sah schon fast aus, als würde ich das tatsächlich wollen, oder? Ich wollte eigentlich hier rein, verdammt mich. Und hier hat es keiner mitbekommen. Die Nachbarn hier sind immer so gesprächig, weißt du? Die da hinten kriegen es mit. Die hier kriegen es mit. Die fetzen das an den da hinten. Die Spuren im Rasen, das waren wir nicht. Also, da müssen wir erstmal gucken, ne? Weil der Anhänger gehört uns ja sowieso nicht. Das heißt, die tiefen Spuren von Anhänger können wir nicht sein. Wir haben Drehschemel, kleine. Und die Schlepperspuren, ja gut, ich meine, John Deere in der Ausführung gibt es ja überall, ne? Wie Sand am Meer. Dürft ihr nur keinem erzählen, ne? Also, wenn ich da mitbekomme, dass ihr hier irgendwie petzen geht, das wäre nicht nett von euch. So. Hauen wir mal das ganze Zeug da rein. Und dann gucken wir mal. So. Naja, da sind wir schon da. Gucken, dass wir das ganze Zeug da irgendwie... Wollt ihr das jetzt hinhaben? Ich sollte das direkt in die Dinger reinkippen, hat er gesagt. Genau, da war was. So. Betonblumen. Entschuldigung. Ich vergesse immer, dass ich bei den Blumen ein bisschen weiter ausholen muss. Weil ich da ansonsten an der Ecke. Ah, hier freue ich mich schon. Kartoffeln roden. Nächstes Jahr. Werden wir locker auch ein, zwei Schläge mit Kartoffeln haben. So. Kippen wir das ganze Zeug doch mal hier. Okay, das war schon mal der. Kein Wasser mehr da? Oder wie sieht das gerade aus? Saatgut ist noch drin. Mist ist nicht mehr viel. Aber Wasser ist noch da. Aber egal, kippen wir erstmal rein hier den Mist. Er hat gesagt, wir sollen es direkt in die Produktion kippen. Ich frage mich nur, was wir gleich mit dem Rest machen. Gut.
35%. Immer die Bäume haben auch noch ein bisschen was, ne? Wo muss ich denn da mit dem Mist? Andere Seite, glaube ich, ne? Ah, da vorne. Ja, fahr mal einmal hier über die Pommesfabrik. Will der Franz Pommes machen? Ich kann gar nicht verstehen. Hier so mitten auf dem Land eine Pommesfabrik hinzubauen. Und zu sagen, ich produziere jetzt Pommes für die großen Anbieter. Irgendwie kommt das Ganze ein bisschen komisch rüber. Ah, gut, gut. Franz hat eine Marktlücke entdeckt und füllt diese aus. So, lass mich die Reste... Verdammt. Das wäre natürlich jetzt einfach gewesen. Der Rest auch noch gepasst hätte. Aber da muss ich doch mal irgendwo... Sorry. Entschuldigung, hab gerade einen Frosch im Hals. Ich bin nicht in die... Heute ist irgendwie... Also, falls jemand fragen sollte, nein, ich war auch nicht in der Saatgut... Im Saatgutbehälter vom... Und so. So. Kann ich das einfach... Ah, nee, ich will... Moment. Quatsch, ich will ja nicht auffüllen. Ich will das eigentlich auskippen. Wo kippe ich ihm denn das mal hin? Ich glaube, ich kippe das einfach mal... Ja, hier so hin. Oder, nee, Moment, ich kann das bei den... Ich kipp's bei den Schweinen rein, ja. Ich kipp's einfach bei den Schweinen mit in den Mist rein. Es ist ja Kuhmist, der kann ja schön zu den Schweinen. So, dann ist der Mist wenigstens auf einem Haufen. So, steht da nicht noch irgendwo... Ah, pass mal dran vorbei. Ach, perfekt. So. Zack. Siehst du, da liegt es doch nicht im Weg. Hoffe ich. Naja, da passt das. Gut, dann können wir zurück. Dann holen wir die nächste Fuhre. Und dann sollte das Ganze, denke ich mal, gut klappen. Dass wir da unser Mist loswerden. Wobei den Rest, vielleicht schippe ich den auch einfach nur zur Seite und behalte den. Also ein bisschen Mist können wir auch gebrauchen. Na, normalerweise hätte ich es rübergebracht zu den Mädels. Die haben ja ihre Gewächshäuser, aber im Moment brauchen die auch nicht. Deswegen haben wir es ja eigentlich zu Franz gebracht, weil bei uns gerade keine Kapazität mehr da ist, um das Ganze zu verbrauchen. Und ihr habt ja selber gesehen, wie unser Mistlager übergequillt ist. Macht also keinen Sinn, dass wir da noch irgendwie lange warten, weil... Sind wir mal ehrlich, wenn das Ganze in die Güllegrube fällt von der Menge? Das wäre auch nicht so schön. So. Ich glaube, dann lasse ich den Rest bei mir. Ja. Das machen wir. So. Können wir die Anhänger zu Schmidti bringen. Brauchen wir nicht mehr. Stimmt, und da müssen wir noch die Baumsetzlinge vom Franz einpflanzen. Müssen wir auch noch machen. Wobei, nee, müssen wir nicht machen. Machen wir im Frühjahr erst, genau. Im Winter Bäume pflanzen hier. Nee. So. Da-da-di. Schade, dass es nicht schneit. Ich hätte ein bisschen Schnee. Ich habe heute draußen auch Schnee gehabt. Ganz leicht. Also nichts, was jetzt ein Foto wert wäre. Das hätte man fast nicht fotografieren können. Aber schade hier, dass wir hier in-game keinen Schnee haben. Extra hier diese Schneepfosten und dann haben wir keinen Schnee. Schade eigentlich. Gut. Ist so. Kann man jetzt nicht ändern. Vielleicht nächstes Jahr. So. Ja, ich fahr gleich zu Schmidti. Muss ich den... Ich wollte ihn noch sauber machen, ne? In dem Falle. Gucken, wo Schmidti sein Dingens hat. So. Oh. Hier piept was. Ich hör's. Hört ihr das auch? Irgendwas... Ach, Moment. Moment, meine Hosentasche. Gott sei Dank sind wir bei Schmidti drauf. Oh Gott.
Hallo? Paul! Ja, moin! Jo, wie geht's? Du musst ja. Weißt du, das Übliche. Bisschen rumfahren. Ja, genau. Wie immer, ich fahre nur Zeug durch die Gegend. Genau. Wie geht's dir? Was machst du? Oh. Okay. Ja. Verstehe. Ja. Ja, Hermann hat bei mir angefangen. Ja, letztes Jahr schon. Ja? Okay. Was? Nicht dein Ernst. Okay. Ja, wir haben es jetzt. Was haben wir denn jetzt? Warte mal. Oh, wir haben es jetzt gleich 10, ne? Ja, kriegen wir hin. 3 Stunden. Alles klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns später, ne? Jo, ich bring Hermann mit. Ja, mach dir keinen Stress. So 12 sind wir da. 2 Stunden, 3 Stunden Fahrt, so 12, 1. Plan Mittagessen ein. Ja, genau. Ja, du auch. Bis später. Mokau, ciao. Alter, die Waldfee. Ich. Siehst du? Das ist, wenn man ne, gerade so ankommt und dann muss man mal schnell hier und so, ne? Hey. Okay, in dem Falle muss ich den Schlepper trotzdem noch verräumen. Sonst kriege ich hier Ärger mit den Schmiddis. Das war Paul. Paul besitzt einen großen Kartoffelhof, wo er Zulieferer ist für diverse kartoffelproduzierenden Unternehmen. Und der ist schon ein bisschen alteingesessener. Der macht das Ganze so ein bisschen auf biologisch mit alten Maschinen, aber dafür halt, wie gesagt, mit diesen qualitativ hochwertigen Kartoffeln, mit Putzen und was nicht alles. Also der macht alles für die und muss dann im Endeffekt ja nur noch zur Verarbeitung bringen. Und den haben Hermann und ich mal getroffen. Da waren wir auf einer kleinen Demo, ne, bezüglich jetzt hier in letzter Zeit. Und da haben wir ihm Nummern ausgetauscht und haben gesagt, du, wenn da was ist, ne, ruf mal an und so, wir können. Und der hat sich jetzt gemeldet. Jetzt müssen wir natürlich zusehen, dass wir da zu ihm hinkommen. Dann wollen wir mal eben beeilen. Ich muss mal eben kurz Hermann holen. Und den Leuten Bescheid sagen hier am Hof. Ich hoffe mal, Hermann ist da. Und dann müssen wir nämlich uns sputen, dass wir hier vorankommen, dass wir loskommen. So. Steche ich die mal kurz hier unter das Dach. So. Hermann! Wo ist denn der? Hermann! Ach so. Ja, du, wir müssen los. Ja, Paul hat angerufen, der braucht uns. Ja, ich weiß, wie weit das ist. Ja. Ja, wahrscheinlich bist du zum Abendessen zurück. Gut. Ich sag kurz unten Bescheid. Gottes Willen. So. Okay. Okay, so viel zu dem Thema, ich sag Bescheid. Moment. Okay, so. Ja, machen wir das Ganze per WhatsApp. Die sind wahrscheinlich irgendwo unterwegs, die Mädels. Aber dann wissen sie Bescheid. Ich habe nicht zugenommen. Keine Sorge bei der Tür. So. Hermann schon da? Jo, passt. Okay. Dann wollen wir mal rüber. Komm mal schnell zu Paul. Der Hermann, viel am Telefon hat er nicht gesagt, der Paul. Er hat gesagt, er hätte da was mit uns Dringendes zu besprechen und wir sollten mal vorbeikommen. Und da habe ich mir dann gedacht, er hat auch explizit gesagt, du sollst mitkommen. Ja, weiß ich doch nicht, was er hat. Ja, da fahren wir jetzt hin, das klären wir. War ich doch mal ganz unruhig zum Abendessen zu Hause, sag mal. Hast du mal auf den Wecker geguckt? Das ist Szene. Ja, wir brauchen maximal 3 Stunden hin, wenn jetzt nicht irgendwo unterwegs Schnee liegt. Ja, ich habe die Winterreifen auf dem Bronco. Jetzt immer entspann dich. Bist du denn schon wieder viel zu aufgeregt hier? Gut, so.
Ja, ich weiß, dass wir in die falsche Richtung fahren. Wir müssen noch mal ganz kurz was zu essen holen. So. Du machst immer einen Stress, das gibt's gar nicht. So. Obwohl ich da gerade, siehst du, jetzt wäre ich fast hier beim Eierladen angehalten. Der hat doch unter der Woche gar nichts. So. Ja, da vorne müssen wir raus. Haben wir noch genug? Genau, müssen wir nicht tanken. Alles klar, passt. Oder willst du von der Tanke? Nee, okay. Willst nichts von der Tanke. Ja, ich weiß, wo du hin willst. Ja, ich will was zu essen holen und du sagst mir von wegen, du willst nichts und jetzt sagst du, du wüsstest, wo wir hin könnten. Immer die Richtigen, du, immer die Richtigen. Ja, ich fahr schon. Ja, nun stress nicht, das läuft. So, Hermann, wir sind angekommen. Ja, komm, das waren nur zweieinhalb Stunden. Wir sind keine drei gefahren. Ja, du hast doch deine Mettbrötchen gehabt. Ja, ich bin extra für dich am Bergmannhof vorbeigefahren, nur damit du dein Mettbrötchen kriegst. Nun sei mal ganz entspannt, ne? Ah, du hast wieder Hunger. Ja, hier, Bäckerei Brunner, kennst du noch, oder? Soll ich nochmal ranfahren? Ja, gut. Also, Bäckerei Brunner. Du bist ganz schön verfressen, ne? Wie, das kann ich so nicht sagen? Hab ich doch gerade. Oh Gott, ey. Ja, geh du schon mal rein. Du weißt, was ich will. Ich muss mal kurz hier noch mal eben was sagen. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wo Hermann und ich hier jetzt angekommen sind, bei dem Paul, wo das Ganze ist, was jetzt dringend ist, ein paar Spoiler habe ich euch ja schon gegeben. Morgen Abend ab 19 Uhr findet der Livestream statt von hier, von dem Projekt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da alle dabei seid, wenn ihr reinschaut, wenn ihr Spaß habt, wenn ihr zuschaut. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr noch ein Abo da lasst, Daumen hoch, Kommentar. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze hier anschaut. Und sag bis zum nächsten Mal. Bis morgen Abend im Stream.